Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel in der DKB-Handball-Bundesliga der Rhein-Neckar-Löwen gegen die SG Flensburg-Handewitt. Halbzeitstand der Partie 14:8 für die Rhein-Neckar-Löwen. Endstand 23:20 ebenfalls für die Rhein-Neckar-Löwen. Das Ganze vor insgesamt 12.142 Zuschauern in der Mannheimer SAP-Arena. Als erstes Statement traditionell unser Gästecoach Lubomir Franjes, bitte. Ja, guten Abend und Glückwunsch zum 2 verdiente Punkte. Wir haben, wie du sagst, gerade eine ganz schlechte erste Halbzeit gehabt, wo Rhein-Neckar das eigentlich überall dominiert, das Spiel dominiert haben. Ich meine, wir haben, also 14 Tore ist vielleicht ein bisschen zu viel in der ersten Halbzeit. Ich finde, dass wir in unserer Abwehr ganz gut gestanden sind, aber wir haben unser Angriffsspiel nicht in den Griff bekommen. Die waren ja sehr offensiv, die Abwehr von Rhein-Neckar. Und das hat uns in schwierige Situationen gebracht und viele technische Fehler gebracht. Und deswegen haben sie auch ganz einfache, zu einfache Tore in ihre Gegenstöße gemacht. Und zweite Halbzeit, was soll ich sagen? Wir kämpfen mit was wir haben. Und ich kann sagen, nach 15 Minuten erster Halbzeit haben wir angefangen, richtig zu kämpfen. Vorher war das ja kämpfen, aber nicht mit alles, was wir haben. Aber 45 Minuten, finde ich, kämpfen wir wie verrückt. Und mit was ich hier habe, dann muss ich einfach sagen, also danke an die Spieler, dass die alles geben, trotz dass ja, so viele Ausfälle sind. Natürlich ist das frustrierend, wenn man weiß, dass man besser spielen kann und besser Ergebnis haben kann. Aber wir müssen Kräfte sammeln und in Gummersbach am Mittwoch versuchen zu gewinnen, so wir auch in Final Four Hamburg teilnehmen können. Dankeschön. Vielen Dank. Dann bitte das Statement von Dirk Schmeschke, heute als Betreuer mit auf der Bank. Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, ich will lieber nicht als Betreuer auf der Bank, muss ich ehrlich sagen. Ich kann nur sagen, dass wir auf diese Mannschaft stolz sein können mit den Möglichkeiten, die wir haben. Kämpfen wir nicht nur, sondern wir haben auch gezeigt, finde ich, das darf man nicht vergessen, dass wir 45 Minuten ein sehr gutes Handballspiel hier geliefert haben und wir haben die zweite Halbzeit gewonnen. Wenn wir in der ersten Halbzeit, in den ersten 15 Minuten nicht in diesen 8-2 Rückstand, glaube ich, war es geraten, dann können wir das Spiel vielleicht bis zum Ende enger gehalten halten. Aber es gibt überhaupt keinen Vorwurf an die Mannschaft oder Trainer, Betreuerstab. Im Gegenteil, das ist unglaublich. Es kostet viel, viel Energie und Kraft für uns alle, das da jetzt gerade durchzugehen, aber wir wollen das durchhalten und wir halten das durch und werden mit allem, was wir haben, jetzt am Mittwoch um den Einzug ins Final Four kämpfen. Und ich kann nur sagen, ich als Geschäftsführer bin stolz auf diese Mannschaft, auf von dem Uli bis zum Youngster heute, von Mike bis Michael Nikolaisen, da liegen immerhin fast 20 Jahre zwischen den beiden, das darf man nicht vergessen. Und die spielen heute hier auch und geben ihr Bestes. Also ich bin stolz auf die Mannschaft. Nicht zufrieden, vielleicht mit einigen Dingen, aber das spielt unter diesen Umständen keine Rolle. Die Mannschaft hat ein dickes, großes Lob verdient für ihren Einsatz und für ihre kämpferische Einstellung. Und das wollen wir und werden wir auch weiter durchhalten. Vielen Glückwunsch aber auch an euch, Nikolai. Will ich nicht vergessen. Und Lars. Vielen Dank. Das Statement von unserem Coach, Nikolai Jakobsen, bitte. Ja, danke für die Glückwünsche und guten Abend. Dann sitzen ja zwei oder vier hier, der zufrieden sind. Ich muss meiner Mannschaft auch ein Riesenlob geben. Die erste 45 Minuten war überragend, was wir in Abwehr geleistet hat, wie wir uns bewegt hat. Hat man auch gesehen zum Schluss, dass wir ein bisschen müde waren. Es kostet viel Kraft, wenn man da vorne so viel Bewegung haben muss. Und dann die letzte Viertelstunde war ich nicht so zufrieden. Da waren, haben zu sideways gespielt und nicht gerade genug auf Tor gegangen.
Und dann weiß man auch, wenn man gegen Flensburg spielt, die haben einen sehr guten Abwehr. Wir wussten, dass wir nicht viele Tore reinlassen dürften, weil es ist nicht einfach, gegen Flensburg Tore zu machen. Und dann muss ich meine alte Mannschaftskollege Matthias Andersson auch einen riesen Lob machen. Er hat ein fantastisches Spiel gespielt heute. Besonders zweite Halbzeit hat er uns das Leben richtig schwer gemacht, außer dass wir eigentlich auch viele freie Chancen durchgespielt hat, aber er hat sehr gut gehalten heute. Aber mit den ersten 45 Minuten bin ich sehr zufrieden und dann geht es weiter. Ein riesen Lob an alle Zuschauer, die hier heute waren. Ich hoffe, dass die alle wiederkommt und nicht nur gegen Flensburg und Kiel, aber dass die uns über die ganze Hinrunde jetzt auch unterstützen will, weil es war eine Vergnügen, heute in so einer Stimmung zu spielen. Danke. Vielen Dank, Nikolai. Lars Lamadé, unser Geschäftsführer, dein Statement bitte zum Spiel. Ja, vielen Dank, kann ich mich nur anschließen an die tollen Fans heute. War wirklich, hat mich sehr gefreut. Ich glaube, gegen Flensburg hatten wir auch noch nie so viele Zuschauer. War wirklich super von der Stimmung her. Wie es der Nikolai und die anderen schon gesagt haben, denke ich, kann man auch mit unserer Leistung sehr, sehr zufrieden sein. Insbesondere, denke ich, auch mit der Abwehr. Man hat jetzt gar nicht so stark Gede vermisst, Gede Guardiola, unser eigentlicher Abwehrchef. Die Abwehr ist super gestanden und von daher denke ich, in der Abwehr alles prima. Am Schluss, so wie der Nikolai gesagt hat, die letzte Viertelstunde, ich glaube, unsere Spieler waren einfach auch dann etwas schon K.O. und mit dem sicheren Vorsprung im Rücken, dann hat die Konzentration leider etwas nachgelassen. Ich hoffe, dass uns das am Mittwoch in unserem Pokalspiel gegen Kiel nicht passiert und dass wir da 60 Minuten Vollgas geben und voll konzentriert sein, weil ansonsten, glaube ich, wird es sehr schwer gegen Kiel. Schwer wird es ohnehin, aber da brauchen wir sicherlich 60 Minuten volle Konzentration. Ich hoffe, dass die Zuschauer trotzdem begeistert waren heute auch von dem Spiel und vom Auftritt unserer Mannschaft und hoffe, dass wir dann die letzten Karten, die wir noch haben für das Spiel am Mittwoch, dann auch noch in den nächsten Tagen absetzen können, sodass wir hier wieder eine volle Halle haben. Aber auch Hut ab an Flensburg, die haben wirklich eine extrem schwierige Phase im Moment mit vielen Verletzten und da wirklich Kompliment, wie die Mannschaft, so wie es Lubomir und Dirk gesagt haben, 60 Minuten auch alles gegeben haben. Aber trotzdem auch Glückwunsch an unsere Mannschaft und wir freuen uns jetzt auf das nächste Highlight am Mittwoch gegen Kiel. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja. Herr Frank, hier ist Sie haben relativ kurz. Stopp, wir brauchen Mikrofon. Ja. Herr Frank, hier, Sie haben relativ kurz nach der Pause die Trainingshose ausgezogen. Was hat Sie gehindert, sich einzuwechseln? Ja, ich habe Nikolai gesehen, er hat seine Hose angehabt. Nein, das war einfach, wir haben da 9 Tore gemacht, das war ein bisschen zu wenig und ich möchte natürlich den Spieler ein bisschen wach machen, das macht. Und es war einfach, ich möchte ein bisschen Bewegung haben in unser Angriffsspiel und das kann ich in 7-8 Minuten reinbringen, deswegen, aber dann haben wir ein paar Tore gemacht und dann war das vorbei. Vielen Dank. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann habe ich leider auch noch eine wirklich sehr schlechte Nachricht. Wir haben leider gerade erfahren, dass der Co-Trainer der HBW Balingen-Weilstetten, Hans Heimann, verstorben ist. Im Alter von 60 Jahren. Und wir möchten da unser Beileid ausdrücken und sagen, dass wir mit den Gedanken da auch gerade in Balingen sind und wir wünschen viel Kraft. Ansonsten spielen wir am Mittwoch gegen Kiel, dafür gibt es noch ein paar Restkarten und euch einen guten Heimweg. Alles Gute für die verletzten Spieler und Dankeschön.